Wir Flying Workshop. laufen Flying aber. Workshop. Er mag Fahren Hügel heißen, aber wir laufen. König Whis soll nun wohl auf den Wolkeninseln wohnen. Warum sind wir nicht da? Wir frieren hier und suchen nach Plunder aus Metall. Es ist für die Maschine, die Menschen vernichtet. Was? Wer ist da? Wer ist da? Das sind natürlich wir, denn wir sind wieder da bei Trine 2, unserem tollen Let's Play Together. Wir, das sind die liebe Peaches LP, die gerade sehr kompetent einen Stein runterrollen lassen hat. Hallo, und dazwischen geplappert habe auch noch um Rocksmith. Tut mir leid, sehe ich nicht. Und der liebe Topper. Hallo. Dabei wollte ich eigentlich... Die Peaches ja quasi gar keine Pause lässt. Die ist ja unsere Frau General. Geht's hier gleich direkt weiter? Den haben wir auf dem haben. Oh ne, der lebt ja noch. Der Typ mit der Bazooka ist noch am Start. So. Wir sind im Farnhügel. Am. Ja. Am Farnhügel. Am. Auf dem. Der Farnhügel. Der Farnhügel. Genau. Seht ihr das? Wir laufen aber. Er mag Farnhügel heißen, aber wir laufen. Aber wir müssen Margaret finden, sonst töten sie sie. Wasser! Trotzdem schneller. Mir kommt das merkwürdig vor. Ohne Flügel oder Magie zu fliegen, ist einfach wieder natürlich. Komm, das mache ich, meine Lieben. Wieder natürlich. Ja, das war jetzt gar nicht schlecht. Das hat zum Pfannhügel gepasst, auf alle Fälle. Oh, hallo? Ja, ja. Veräppelt mich ruhig, meine Lieben. Uah. Oh! Hui! Hey, yeah. Oh, ich bin tot. Ah, nicht so schlimm. Hier kann ich dich wiederbeleben. Danke. Kommst du auch rüber, Pi? Ja, klappt. Pi-pa-pu. Papa. Ah, da ist wieder hier. Oh, schwimmen gehen! Nein. Tauchen, tauchen. Das mögen meine Leute so gern. Ich trage hier helle Kleidung. Ich gehe jetzt bestimmt nicht ins Wasser. Da sieht man wieder alles durch. Und gerade heute habe ich meinen Sport-BH nicht an. Wie können wir denn besser machen? Oh. Hier unten ist ja gar nichts, das ist ja langweilig. Das können wir doch bestimmt eigentlich zerhauen, aber ich weiß nicht wie. Vielleicht müssen wir das Wasser ablassen. Am besten wir nehmen einen Eimer. Ach so. Ja, fang mal an. Für alle Leute, die das nicht sofort gucken, wir bewegen uns relativ kurz nach Ostern. Ich glaube, zum nächsten Eiersuchen bin ich dann auch soweit. Mit den Eimern? Ja. Mit dem Rauseimern. Ach so. Ja, schaffst du schon bis Weihnachten, oder? Ja, das weiß ich nicht. Ich mache ja auch mal eine Pause. Ach so, ja, das geht natürlich nicht. Nur Überstunden. Das ist jetzt hier irgendwie aber auch... Irgendwie seltsam alles. Ja. Dann drehe ich mal. Warte mal. Warte mal. Lass mal. Dreh mal nicht. Es hat sich auf alle Fälle so angehört, als hättest du irgendwas getroffen. Ja. Ja. Habt ihr denn eigentlich schön Ostern gefeiert? Weil wir gerade schon erwähnen, dass wir es kurz nach Ostern haben. Ob wir Ostern gefeiert haben? Ja. Ja. Also mit Eiersuchen und so. Wir haben erstmal einen Baum aufgestellt. Ja, Chopper, wie hast du denn Ostern gefeiert? Ich habe gearbeitet. Oh, so. Oh Wunder, oh Überraschung. Aber oh. Sonst, mei, Ostern ist halt Ostern, ne? Hast du denn auch Eier bekommen? Gefunden? Von deinen Kollegen. Ach so, ob ich die Eier von meinen Kollegen gefunden habe? Was hast du jetzt gesagt? Nee, ich hab nur deinen Satz, den du auch zweimal gesagt hast, nochmal wiederholt. Nee, ob du Eier gefunden hast. Von deinen Kollegen hast du gesagt. Bekommen hast! Von deinen Kollegen! Willkommen! Willkommen! Nein. Und wenn ich mir meine Kollegen so anschaue, bin ich auch ganz zufrieden, dass ich keine Eier bekommen habe. Okay.
Oh, das ist aber schade. Hast du denn Eier gesucht? Unbekommen oder wie auch immer? Ich? Ja. Nein, ich hab sie gemalt. Ah, ich krieg jeden Tag Eier. Wenn ich Eier will, krieg ich Eier. Eier, wir brauchen Eier. Wie schon ein sehr geistreicher Fußballkollege gesagt hat. Ja, jetzt konzentrieren wir uns hier mal wieder. Nein. ich habe keine Ahnung. Mal, Topo. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Vielleicht kann ich hier so ein Ding einklemmen. Ja, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ach so. Ja. So ist das bestimmt gewollt. Aber unten kann ich nicht lenken. Ach so. Ja, dann machen wir es so. Das ist ja. Ich wollte mir das Elend jetzt nicht mehr anschauen. Achtung, Bombe. Ja. Ach, es war eine Bombe? Ja. Es hat rot geblinkt. Mist, die Tür klemmt. Was grummelt da? Mein Bauch. Ist das nicht dein Magen? Oh, es hat ein Gesicht. Hallo. Oh. Es hat ein blaues Licht. In den Bauch hauen. Das leuchtet blau. Glaubst du? Ja, oder? Nachdem er den gerade so hergestreckt hat? Oh nee, der will mich nur drücken. Der hat mich nur ganz fest gedrückt. Das ging aber zügig. Oh. Da bin ich schon. Ziemlich doof für ihn, dass der Checkpoint direkt da über ihm ist. Da, jetzt. Mann, der wollte mich schon wieder drücken. Ach, wie lieb der mich hat. So. Oh, geht's Licht aus? Bam, Alter. Ja. Läuft so zwar beeindruckend, aber. Ich bin zu dick für diese Tür. Ah. Was war jetzt? Wer auch immer es gemacht hat, es war gut. Danke. Ich nehme das Lob einfach mal an. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie das jetzt geklappt hat. Ja. Ja. Liebe Leute, die es gerade bei mir anschauen, ihr seht, dass die zwei es mir nicht unbedingt leicht machen, irgendwelche Klötzchen rumzuschieben. Nee. Wenn du runtergehst, könntest du es hier rüberschieben, dann könntest du nochmal den Hebel drücken. Weil da drauf den so. Hammer geworfen hast du ja schon. Und wenn du dich jetzt beeilst, dann kommen wir sogar hier rauf. Ich kann euch gleich auch wiederbeleben. Ach ja? Ja. Da ist hier nichts zum Sterben. Ja, gut, das stimmt. Ich glaube, ich komme auch gar nicht hoch genug, um euch wieder zu beleben. Okay. Dürft also nicht sterben. Hallo. Hallo. Ah, verdammt. Kommst du klar? Nein. Topper, Peaches braucht deine Hilfe. Was musste ich machen? Weiß ich nicht. Okay, die Kiste dann nochmal hin. Oder ihr geht weiter und ich spawne euch dann. Okay. Was hast du denn mit der Kiste gemacht? Weggeschoben. Ja, warum? Ich bin dick. Ja, aber du kannst ja springen, wie wir sehen. Ja, ja, aber ich konnte da nicht hin. Guck, ich konnte da nicht rüber. So, und ich bin am Checkpoint. Du kannst hier auch zum Checkpoint. Schmeiß den Hammer hoch. Ach, zusammen geht das. Wenn ihr sehen wollt, was die zwei da zusammen so treiben, müsst ihr auf deren Kanäle schalten. Ab 22 Uhr. So. Und nur am Wochenende. Top, dein Höschen. Mein Röckchen. Dein Röckchen. Mir ist es schon öfters aufgefallen, dass die Peaches immer ganz gern hinter mir schwebt. Respektive unter mir dann. So. Aber ich hab was. Nichts drunter. Ja, stimmt. Aber das kommt daher, weil wir hier uns ja in der Erweiterung befinden und ich die Unterwäsche bei dem schnellen Aufbruch nicht mehr gefunden habe. Ach so, meinst du? Ja. Du hättest sie auch einfach umdrehen und nochmal anziehen können.
Stimmt. Mhm. Aber ich war das ist so, ekelhaft irgendwie, die Vorstellung. Ich war so geschockt, dass man minimal. Oh. Ja, das geht. Oh, ey, ich würde nicht runterfallen. Das ist wieder so ein Bazooka-Typ. Ich empfehle es einfach nicht. So. Oh, jetzt kommt der wieder nicht hoch. Ich habe den Bazooka-Heinz tot gemacht. Ich sag's euch noch. Ich habe ihn nach unten geschubst. Dann müssten wir doch drüber. Achso, der geht auch zwischendrin aus, okay. Mhm. Oh. Das ist mies. So. Bin da. Ja. Und dir ist gar nicht aufgefallen, dass ich nicht da war. Stimmt's? Doch. Wenn du jetzt kommst. Ja. Oh. Ja. Ich habe mich einmal im Leben leicht gefühlt. Oh. Juhu. Was? Aha. Ach, die kommt wieder hier runter. Sie macht den Weg schon frei, aber... Oh nein, ich schon wieder. Oh, oh, oh! Wie viele von diesen Kugeln kommen denn da? Ja, die... Das ist ein Perpetuum mobile. Ach, so, ihr was? Macht das so toll. Ich sag's ja, Jungs. Du siehst doch gar nicht, was wir machen. Doch. Achso. Sie ist ja tot. Ah. Ja, okay. Ach, Topper. Du Wahnsinn, ne? Meine Güte, was ist denn das für ein Scheiß hier? Und Topper hat der Gefühl in den Füßen. Ich muss sogar zwischendrin meinen Hut festhalten, weil es hier so windig ist. Trani, Trani. Wartet ihr jetzt gerade auf mich? Ja. Mhm. Ich hänge da immer fest. Kannst du dann gleich eine Planke irgendwie machen? Dass ich nicht mehr runterrutsche, das ist so ein bisschen traurig. Wow. Du hättest einfach gerade aushüpfen müssen. Ach so. So. Erstmal da hoch. Und links, links, links. Bei der nächsten Kugel dann. Sie kommt. Und nach links. Wunderbar. Hüpfen, hüpfen. Aber ich rutsch doch runter. Ja, du. Ach so, ich hätte es auch einfach ausnutzen können, dass ich runterrutsche. Ja. So schwungmäßig. So. Richtig. Aha. Die letzten 5 Minuten wurden Ihnen präsentiert von CD-ROM. Was? Wo kommt denn der jetzt her? Von oben. Oh, ist noch einer. Das sind 2 sogar. Hopf! Meine Güte. Hopf zu uns. Nein, ich hau die um. Na dann. Die sind nicht größer als ich. Wo seid ihr eigentlich? Hier? Wo ist hier? Oh, jetzt stehe ich da. Tschüss. Ah. Und weiter geht die wilde Fahrt. Zacki, zacki, noch eine Runde. Und jetzt? Jetzt machst du mal dein Schildchen, damit der CD sich draufstellen kann und oben einsammeln. Ja, oh, das war nicht schlecht. Nochmal? Mal gucken. Ich dachte, ich könnte da oben. Links. Genau. Ja, ich kann mich hier nicht festhaken. Was? Ja. Oh. Naja. War eine schöne Fahrt. Oh, ich bin tot. Aber der war gut. Ja. Ich hab mich für euch geopfert. Dann, der hängt da unten noch. Haha, seht ihr das? Seht ihr das da unten? Ja. Wie geil ist das denn? So. Das tut mir ein bisschen leid für ihn. Er hing dann da und konnte nur noch warten, bis es bergab geht.
Der hängt immer noch wahrscheinlich. Warte mal. Ich glaube, der ist weg. Oh ja. Ich würde gerade sagen, ich hätte nicht so lange Kraft, mich zu halten. Und das mit einer Hand. Jetzt hat ihn das Nichts verschluckt. Ja. Wir hängen. Wir sind zu schwer. Geht's weiter? Hebel benutzen. Ja, aber wir hängen da unten. Ach, das müssen wir hier kaputt machen, wenn man so einen Hammer hätte. Ja, wenn man jetzt einen Hammer hätte. Oh Mann! Alter! Da ist ein Seil, das müsste man kaputt machen. Wo? Hier? Nee, das Seil brauchen wir noch, weil sonst funktioniert nämlich der ganze Apparat nicht. Ja, genau. Aber da komme ich wahrscheinlich gar nicht. Kann ich so drauf hauen? Nee, gell? Nee. Nein. Kannst du das hochheben? Umheben? Zieh die, stell dich mal hier drauf und benutze den Hebel. Ihr wollt doch nur sehen, wie ich mich richtig durchstrecke und euch den Hintern entgegen. Wieso kriege ich das hier nicht hoch? Tja. Ich glaube fast. Meinst du wirklich? Okay, pass auf. Wenn ich dir hier... Wir machen es so. Ja, vielleicht war das so sogar gedacht. Los! Ich komm nicht hoch! Gerät sich nach oben mit dem Hammer. Ja. Ich grabe gerne. Oh, da kommt irgendwas Drachenartiges an. Es ist da. Zurück, Teufelsbrot. Oh. Schön abgewehrt. Oh. Oh, naja. Juhu. Da. Was mit dem anderen Zeug da? Ja, da. Oh. Verzichten wir jetzt mal. Ach so. Wenn du das sagst. Ein wenig so kalt kühl hier. Was? Müssen wir da jetzt rein? Oh, so kalt. Da kann ich nochmal mit dem Hammer draufhauen irgendwie. Warte mal. Kannst du wieder so Eisschollen machen? Ah, ja. Ja, bestimmt. Das konnte ich, richtig. Moment. Warte. Wenn ich so weitermache, ertränke ich euch im Eis. Warte. Mhm. Warte mal, jetzt mache ich mal da nochmal mein Hämmerchen hin. Achso, das bringt auch nicht Fege. Na, vielleicht doch. Warte, ich komme mal hier rein zu euch. Das macht ungefähr dasselbe wie meine Eisscholle. Und jetzt? Oh. Aha. Gewief, das war bestimmt so gewollt vom Entwickler. Das interessiert mich nicht. Aber was machen wir jetzt hier? Also erstmal sehen wir gut aus, das ist das Wichtigste. Dann überleben wir uns, wie es weitergeht. Ja. Aha. Hier geht's gleich weiter. Das ist Spaß. Ich komme gleich mit etwas an, was euch irritieren. Was ist denn das hier? Wieso kommt ihr hier nicht weiter? Ich habe ein Auto gefunden. Ah ja, da oben, siehst du? Kannst du es bewegen jetzt? Nee. Wenn keiner dran steht, ja, wahrscheinlich. Nee, ich habe einen schwarzen Daumen. Kann es nicht benutzen. Rot, nicht schwarz. Peaches, kannst du hier, wo ich stehe, einen Hammer hinwerfen? Aber nur blind. Du kommst ja auch so rüber. Du kommst auch so rüber. Boah! Jetzt hast du fast mein Auto kaputt gemacht. Bist du sicher, dass es so rüberkommt? Nee, deswegen sage ich ja, du wärst auch so rübergekommen. Hä? Nee, deswegen sage ich ja, du wärst auch so rübergekommen. So, jetzt hänge ich fest. Super. Ja.
Ich bin ein kleines, dickes Ding, das nicht hochkommt. Das Taxi steht schon bereit. Ist die Planke unten noch da? Nein. Welche Planke? Die ich unten hingemacht hier hat. Auch den Checkpoint. Nee, du meintest den Würfel. Nee, ich habe eine Planke auch hingemacht, deswegen so, bin ich ja hier ja. Unten. Das ja, aber ich bin ja da ganz unten. Ich bin abgerutscht mit dem Auto. Dieser CD-Run. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt schafft, aber im Zweifelsfall, ich habe einen Checkpoint aktiviert. Ja. Ja. Ich könnte mich ertrinken. Ertränken. Mist, ich bin tot. Was machst du? Ich sterbe. Echt? Geil! Okay, ich sterbe mit dir. Wobei wir eigentlich da zusammen hochkommen würden. Ja, aber oben kommen wir nicht mehr weiter ohne Auto. Doch, ihr könnt auch laufen. Ja, da ist glitchy. Ich weiß. Ich wollte voll auch nur lustig sein. Wieso stirbst du jetzt auch mit? Ich wollte gar nicht sterben, ich bin runtergerutscht. Aber du hast den Checkpoint da oben, oder war das auch nur so ein Gesabbel? Nein, nein. Ich bin auch wieder oben. Jetzt sterben wir alle. Und da ist der Checkpoint unten. Ich glaube, hier bräuchten wir das Auto, das ich nicht mehr habe. Ah, mal gucken, so. Wow. Geht doch so. Ja. Oh, da sind. So. Ah, oh, Gott. Ist das so geil. Hey, da ist noch einer. Du geh. Sau Hund. Oh ja, juhu! Schneller, schneller! Ja, toll. Ah. Ach so, oder? Braucht man das auch? Vielleicht muss der... Ich will nicht wechseln. Ich war mal diesen bescheuerten Drachen hier. Okay, es funktioniert auf jeden Fall. Oh, gibt's. Ja. Der will mich kaputt machen. Da fehlt ein bisschen der Dampf dahinter. Ja, ich muss nochmal neu aufziehen. Ich hab den kaputt gemacht. Ah, bin hochgekommen. Das hätte also gereicht mit dem Restdampf. Du bist sehr elegant, wenn du so hoch schwebst. Danke. Häuschen. Jo. Wir kriegen bestimmt eine Tasse Kaffee. Die Maschine könnte helfen. Sie hat Flügel aus Metall. Oh. Sieht nicht gerade funktionsfähig aus. Oh. Noch nicht. Mal sehen, ob wir das nicht ändern können. Ich bin fast tot. Ich gehe mal nochmal da schnell dahinter. Warum bist du fast tot? Weil da unten eine Kreissäge ist. Ja. Also. Ein seltsames Haus. Das Ding, kannst du das? Den Propeller? Ja. Einmal, wo ist eine andere? Ach, da oben. Da schon her. Boop. Wo ist der andere? Da drüben. Das müsste wahrscheinlich. Na, da müssen wir ein bisschen was. Um den zu kriegen. Ja. Oh. Na, läuft ja super. Oh. Ich lauf schon. Achso, ich kann ja auch selber. Das stimmt, aber ich dachte mir, Mensch. So, sei okay, mal gentleman-like. Ich halte das Ding weg. Achso, ja, super. Da ist das. Ah. Oh, 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 oh. Ich sehe laute Kisten.
Scheißendreck. So. Okay. Ah. Oh, ich habe mich wieder mal geopfert für die Gruppe. So. Aua. Moment. Dann macht sich das Praktikum bei der Lufthansa wieder bezahlt. Ab geht der Peter. Oh. Nehmen wir Kurs auf die berühmten Wolkeninseln. Die wollte ich schon immer mal sehen. Fliegen mit Maschinen? Das ist einfach wieder natürlich. Wer sagt, dass wir nicht zu Tode stürzen? Oh, Margaret. Also man kann mir nicht vorwerfen, dass ich nicht an meine Frau denke. Während die Helden zu den Wolkeninseln flogen, sorgten die Koboldschergen sich wegen eines rätselhaften Lichtscheins, der plötzlich aus dem Nichts erschienen war. Er umgab die entführte Margaret wie das Licht des alten Weibs, das in den alten Koboldlegenden auf die Erde kommt, um ungezogene Kobolde zu züchtigen. Oh, die SM-Dame. Ja. Ja, Mensch, wir sehen sie in der nächsten Episode. Wird bestimmt sehr schön. Und asiatisch. Wir freuen uns alle schon sehr. Bis zum nächsten Mal. Wolkeninseln, ist doch bestimmt auch wunderschön dort oben. Klar. Wir wollen schließlich hoch hinaus und ihr dürft dabei sein. Und damit ist die Folge aus. Ja, dann bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Hallo meine kleinen Täubchen, ich hoffe euch hat das Video ein bisschen gefallen, denn wenn dem so ist, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und gerne auch einen Kommentar drunter und falls das nicht geschehen, auch ruhig das Abonnieren nicht vergesse. Ja, findet ihr auch so ein paar Kontaktinformationen zu mir, ja, Twitter, Facebook, Instagram, den ganzen Kram, da findet ihr ein paar andere Videos, schaut ruhig mal rein und dann sehen wir uns zeitnah wieder, dann bis dann, ciao, ciao.